Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen jetzt ein bisschen Düngen. Und wir werden ja gleich, wenn das jetzt einmal zum zweiten Mal klappt, dann holen wir gleich den anderen Traktor. Für das Kruppeln. Ne, Kruppeln auch gleich im Anschluss, sobald er mit Düngen fertig ist. Wenn das der Winter zulässt, ne? Also wenn jetzt wieder Schnee kommt und Frost, dann wird Gruppe nicht gehen. Also, aber wir werden mal sehen, was wir machen können. Ne? So, dann müssen wir sehen, was die Kühe machen. Also, die sind gut versorgt. Und die sind auch gut versorgt. Das sind jetzt unsere Bullen. 1,3 Jahre jung. Also bei 2 Jahren gehen sie weg. Also die haben schon ein schönes Gewicht. Ja, die haben schon gut zugelegt. Unsere Milchkühe. Oh, die ersten Kälber kommen bald. 0,1. Wie gesagt, ich habe jetzt Wetter ziehen umgestellt auf 0,3 Tage. Und das sollte besser sein und schneller gehen. Ich wollte noch einmal mitschauen, wie er das sich alleine unten Nachschub holt. Jetzt geht mir in den Bereich, wo er noch nicht war. Und doch, da war er auch schon. Aber Düngen war halt doppelt, ne? Die Soja, ja, gut. Nachbarfeld ist noch alles grün. Interessant, wie das, ja. Aber normalerweise muss halt Nacht geht Wachstum durch, eine Stufe in Anführungszeichen, und dann ist das ganze Sojazeug weg. Jetzt mal schauen, wie er am besten fährt, um dahin zu kommen, wo der Kurs beginnt, und dann geht es gleich rüber zum Händler und wir kaufen wir den Traktor. Dann müssen wir noch einen Flug kaufen, können wir nebenbei machen. Den wollte ich gleich mitnehmen, falls mal flügen müssen. Wir flügen jetzt so. Es gibt ja hier den für 10 Meter Breite und der für 6. Nehmen wir für 10. Der hat, muss ich schauen, ob der rangeht. Ansonsten müssen wir hier einen speziellen Adapter dazu kaufen. So, da geht es für den 3-Punkt. Streifenkörper Flugschar, Universal Flugschar. Also hier mal kurze Erklärung, warum sie Flüge jetzt so. Also das ist so ein Flug, eigentlich gedacht für Lehmboden, da wo das viel klebt, ne? Da wo der Boden stark klebt, das ist im Prinzip hier nicht so viel angeklärt, ist trotzdem hart genug. Und der Universal Flugschar ist da, ist dafür da, für sandigen Boden, also wo der andere Prinzip durchgehen würde. Also ganz grob. Ich nehme den dafür, das ist Universal. Kaufen wir mal. Den will ich mit gleich mitnehmen, und dann der braucht 550 PS. Hoffe der, wir haben es, ne? Meine Garage. Ja, die Garage ist hier. Wir haben jetzt ein paar Traktoren gekauft, also Fendt, der hat 517 und der hat 550. Das ist Wahnsinn. Ah, nicht verkaufen, das ist ganz, ganz gefährlich. So, der holt jetzt Nachschub, das klappt eigentlich, sollte jetzt klappen. Dann können wir jetzt den den Neuhornland holen und den Flug. Weil den Flug, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich mitnehmen, ne? Flügen müssen wir jetzt nicht, aber wird irgendwann kommen. Also, ich denke mal, wenn wir ja Sonnenblumen haben oder so. Machen wir mal Licht. Oh, Entschuldigung. So. Ich kann nämlich in aller Ruhe mit Gärreste arbeiten, ne? Ja. 3-Punkt gut, ja, das 3-Punkt. Ja, gucken wir mal, was das Ding heißt, keine Ahnung. So, so schön Flug haben wir jetzt, ne?
Einer ist fertig, den machen wir gleich abschließen. Und. Jo, gleich rüber auf Feld Nummer 41. Gucken, wo es ist, ne? So, muss gegenüber sein normalerweise. Mal eine kleine Karte anmachen. Sind wir jetzt? Verkehrte Richtung. Da ist der Tümpel. Und drüben ist die 42. Die 41 ist geflügt. Ja, da nicht. Drüben. Unser eigentlich Weizenfeld normalerweise. Der ist 100%. Das ist super, dass jetzt klappt. Da freue ich mich drüber. So, Kurs löschen. Kursgenerierung. Feld Nummer 42. Ein relativ kleines Feld. Bisschen, naja, blöd geformt, aber wird gehen. Den speichern wir jetzt nicht. Ich glaube, das glaube ich, wird nicht so einfach sein. So, dann kann man den zurückfahren, ne? Also der macht zwar nur 40 km/h, aber dafür hat er die nötige Leistung, um fliegen zu können, ne? Ich will jetzt mehr auf Landwirtschaft gehen, Richtung Realität, also im Prinzip so genau wie möglich. Ausnahme ist die Autolog-Anhänger für Holz und für Ballen. Die nutze ich nach wie vor, weil es einfach zeitlich für die vielen Strohballen nicht gehen würde, oder Grasballen oder Silageballen. Genau das gleiche für Holz. Bei Holz kommt noch hinzu, das ist leicht verbuggt, kann man nicht sagen, aber das ist halt, es ist irgendwie nicht so, wie es sein soll, ne? Sag mal so, ne? Es reagiert ungünstig. Also die Gabel, die Poltergabel, die dafür gedacht ist, die ja, ist nicht so gut dafür, die ist, hängt nicht fest, da kriegst du nichts, kein Balken angeschoben, dann fallen die Dinger wieder raus. Mal ist nicht das Richtige und nicht das Wahre, da müssen wir Autolot nehmen für. Ansonsten so verflügen, wenn wir einen Flug nehmen. Notfalls noch einen zweiten, aber erstmal einen behalten wir. Ich muss noch Maschinen kaufen zum Dreschen. So, da kaufe ich 3 Stück. Brauchen wir auch, denke ich mal. Um die Ernte so schnell wie möglich reinzubekommen. Ne? Bevor das hier die Ernte halt vorbei ist, bei 3 Tagen ein bisschen Gas geben, obwohl wir werden da auf einspielen bei der Ernte, da werden wir nicht lange rumspielen, ne? Und geht schon. Jetzt gehen wir höher auf erstmal auf 30, weil dunkel ist. Dunkel ist nicht so schön. Und dann werden wir ein bisschen zügiger durchfahren. Also mit zeitmäßig gesehen durchfahren, ne? Und dann so, schauen wir mal. Der mit der Gärresse klappt auch. Was heißt hier Blocking? Wenn ich mir lese, Blocking, kriegt man Panik. Ne? Also, irgendwas schief läuft. Baum im Weg oder sowas. Ne? Ja. Wir wollen dann auch ein Dings holen. Ja, Lohnzahlung. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe Kurs gleich untergenommen. Ich habe soweit wie möglich alle Daten gelöscht und wieder aktiviert. Es wurde aber nach dem Lohn nicht gefragt zum Aktivieren. Ne? Also nur Felder scannen, ja. Und nach Lohn wurde nicht gefragt. Ob das jetzt so Absicht ist oder allgemein so ist, keine Ahnung. Denkt mal, was Schlimmeres. Hauptsache funktioniert. Ja, Gärreste und Gülle und Dings mal auch noch fahren. Schaffen wir alles. Zum Frühjahr wollte ich einen nämlich leer haben.
muss ich nicht gleich beigehen. Gleich mal Gülle und dann gleich nochmal Geras. Oder erstmal die Silage und dann die Gülle. Blocking, hat er irgendwo einen Baum festgehängt, sich. Ja, ja, Baum. Gut, das ist höhere Gewalt. Ja, da werden wir gleich mal eingreifen, ne? Den Baum nehmen wir gleich weg. Und zwar kurzerhand. Ja, warte, schauen hier. Da reicht der dann gleich mal abhängen. Gewicht vorne weg. Und den Baum, den werden wir gleich mal entfernen. Weil der wird uns spätestens bei der nächsten Aktion wieder stören und das geht ja gar nicht. Dunkel ist es hier auch. Denn bei der Aussaat kann er auch schon wieder stören, ne? Unsere Fräse. Die Fräse nimmt alles weg. Vom Baum bis zum Stumpf. Und dann ist das Problem gelöst. So. Haben wir den Hänger da irgendwo liegen? Mist, gut, kriegen wir noch rein den Baum. So. Ha, dunkel. Dunkel ist es hier. Baum sehe ich, habe ich schon. Aber im Spiegel ist es hell. Finde ich, vorne kann man nichts sehen, aber im Spiegel ist es wie Nebel, kann man sagen. Ne? Aber da kann man genau das Lager sehen, die Bäume. Ups, der Baum ist hier irgendwo. Und zwar. Müssen wir mal gucken über die Karte, dann ein bisschen orientieren kann. Da, wo der gelbe Punkt ist. So. Ah, Licht ist schon zu sehen. So, Baum. Der Stimme hat geschlagen. Leider ist halt nicht anders. So. Ja. In dem Fall ist es, würde ich sagen, wohl. Die Fräse interessiert dafür nicht. Der Nachbar für bezahlen, dass er den Baum hier immer durch. So, weg ist der Stumpf. Wir machen einen Baum weg. Die Fräse hat mich Hunger. Die nehmen ganze Bäume. Und zur Not geht es früher zum Nachbarfeld, ne? Wenn das geht. Weg ist er. So, fahren wir rüber. Schauen wir aus. Und
Ja. So ist das. Weg ist der Baum. Hat nämlich schön die ganze Gärreste hier weggeknallt, aber wie gesagt, Blocke gesehen und schon waren mir Alarmglocken. Ne? Und das kann auch mal sein, dass er mal zwischendurch irgendwo hängen bleibt oder so und Trittweiler fährt. Ja, das kann schon mal sein, aber muss ja nicht sein, ne? Aber Kontrolle ist immer ganz gut. Können wir Hackfleisch verkaufen? Wenn jemand leicht zu den Bäumen fahren, vielleicht brauchen wir den mal heute. Oh, Bäume, Bäume. Aber wir werden keine Bäume jetzt abfällen, das machen wir nicht. Obwohl der Wald uns gehört dann sowieso. Von daher ist es, könnte ich es machen, ohne dass ich mal jetzt ein schlechtes Gewissen hätte, aber wir wollen das Holz als Ganzes verkaufen, ne? Einmal mal Bäume fällen. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Ja, morgen geht es weiter, denke ich mal. Oder heute. Kann ja auch sein. Dann sagt mal tschüss und schau. Jo. Tschüss.